Franz von Zülow war in seinem Schaffen sehr erfinderisch und einfallsreich und ich möchte euch jetzt die Technik des Kleisterbildes vorstellen. Du benötigst dafür einen Löffel, Kleister, ein Schraubglas, ein Wasserglas, dünne Borstenpinsel, einen breiten Pinsel, Stifte zum Gestalten der Skizze, Wasserfarben und dickeres Papier. Rühre zuerst den Kleister mit Wasser an. Zeichne jetzt eine einfache Skizze auf das Papier. Nun streiche das Papier mit dem breiten Pinsel gut mit Kleister ein. Nimm mit dem dünnen Borstenpinsel einen Klecks Kleister auf und rühre damit eine Farbe deiner Wahl an. Mit dem Ende des Pinsels kannst du Details in dein Bild hinzufügen. Male dein Kleisterbild.